Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Nautische Nervtöter von Nas Jatar, oder genauer gesagt hier um den Gedankenknecht, welcher sich natürlich im Gebiet Nas Jatar befindet, und zwar in einer Höhle drin, und der Höhleneingang ist etwa bei 5611. Und ja, am Ende dieser Höhle befindet sich dann dieser Gedankenknecht, und das Team, um die Gegend zu besiegen, sieht wie folgt aus. Wir nehmen Teufelsflamme mit Flammenatem, verbrannte Erde und Feuersbrunst, dann ein mechanischer Pandarendrachling mit Atem, Donnerblitz und Lockvogel und Nexuswelbe mit schwanzfähigem Manawog und Arcana Sturm. Es kann ab und zu passieren, dass man mit der Teufelsflamme den Gegner alleine besiegen kann, aber falls das eben nicht passieren würde, hat man mit mechanischem Pandarendrachling mit Atem oder Nexuswelbe mit schwanzfähigem recht gute Attacken. Grundsätzlich sind hier einfach alle Drachkin-Attacken zu empfehlen, zum Schluss, also nach der Teufelsflamme, um den Rest erledigen zu können. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier gleich zu Beginn die verbrannte Erde einsetzen. Normalerweise, wenn alles gut läuft, ohne Crits vom Gegner, sollte Teufelsflamme an einem bestimmten Punkt mit etwa 150 Gesundheitspunkten überleben, und deshalb ist es halt einfach zu empfehlen, wirklich Teufelsflamme zu nehmen wegen der Gesundheit. Es gibt teilweise auch andere Pets mit dieser Attackenkombination, aber da ja, reicht die Gesundheit nicht unbedingt aus. Also eben, da müsste man mehr als 1480 Gesundheitspunkte haben, damit es schön aufgeht. Danach, nach der verbrannten Erde, setzen wir einmal Flammenatem ein. Und da der Gegner jetzt dann gleich die Barriere einsetzt, passen wir dreimal, damit es schön aufgeht von den Attacken her. Somit löst der Gegner die Barriere selber auf und wir können ja mit dem Flammenatem, mit dem Debuff und auch mit der verbrannten Erde hier im Hintergrund ein wenig Schaden anrichten. Hier noch einmal passen und an dieser Stelle zuerst einmal wieder den Flammenatem einsetzen. Jetzt kommt der Gegner hier wieder mit dem Psi-Sturm an und wir ja, kontern sozusagen die Arkane Winde wieder mit der verbrannten Erde. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, 670 und hier 523. Also wird recht knapp sein, wenn da irgendwie ein Crit reinkommt. Falls jetzt Teufelsflamme sterben würde, eigentlich kein Problem. Ja, setzt dann Pandarendrachling ein und dann auch einfach mit Atem weiterarbeiten. Beziehungsweise würde ich hier ebenfalls empfehlen, halt eben die Barriere vom Gegner auflösen zu lassen und nicht irgendwie plötzliche Attacken einzusetzen. Aber eben normalerweise kann man hier noch einmal einen Flammenatem einsetzen. Dann kommt hier jetzt eben wie erwähnt die Barriere, da können wir wieder passen. Und die Dots ja, schädigen dem Gegner hier wieder ein wenig im Hintergrund. Hier noch einmal passen. Und jetzt, wenn ihr könnt, wieder die verbrannte Erde oder auch Flammenatem einsetzen. Es ist immer ein wenig unterschiedlich, also eben wenn man da sieht, man kann ihn eigentlich fast töten mit der verbrannten Erde, setzt man hier an dieser Stelle am besten eben diese Erde ein. Ansonsten Flammenatem. Aber eben im Normalfall ist es wirklich so, dass hier auch die Teufelsflamme dann den Gegner besiegen kann. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!